Mach auf! Danke. Die wollten mich tatsächlich abfackeln. Wer waren diese Kerle? Konkurrenz. Es gibt in Harran kein Nitrophenol mehr. Jo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dying Light. Ich bin immer noch mitten in den Kampf. Ich habe ja gesagt, wir hören jetzt nicht auf, wir machen den Kampf noch. Wir müssen aber uns jetzt erstmal versuchen, Medikit-Schnitt zu bauen, bevor die uns hier kalt machen. Entwürfe, ja. Medikits können wir 2 bauen, somit hätten wir 4 Stück. Ah, puh, ey. Dann müssen wir uns jetzt erstmal, hauen wir uns erstmal schnell ins Rinn. Und ich weiß ja nicht, wie viele das noch sind. Noch 3. 3 Stück. Okay, nur noch 2. Okay, nur noch. So, noch einer. So, kommen wir hier. Medikit nochmal reinhauen. So, und den End. Immer den Endschlag machen. Somit haben wir. 77 hat die Machete. Ne, Machete ist da ja überhaupt gar nicht. Der ist ja. Alter, Hackenklinge, Alter. Richtig geil. So. Was haben wir hier noch? Austauschen. Was piept denn hier so? Ach, das ist 9er. 21 Uhr, meine ich. Wir müssen jetzt erstmal gucken, ob wir irgendwas reparieren können. Den können wir nicht reparieren, also können wir den eigentlich wegschmeißen. Dann haben wir wissen Platz. Können wir auch nicht reparieren, können wir auch wegschmeißen. Was heißt wegschmeißen? Wir schmeißen das ja nicht weg. Wir upgraden das ja. Baseballschläger, den wollte ich eigentlich noch behalten. Der Rohr hat plus 24, das ist natürlich richtig wenig. Darum sacken wir uns erstmal die ganzen geilen Waffen ein. Nämlich die Hackerklinge und das alles, das ist richtig nice. So, hier haben wir noch Waffen, Hackerklinge, aber die müssen wir wieder austauschen. Gartensicher, ey, die ist richtig cool, eigentlich. Wir müssen mal gucken, was haben wir denn noch? Oh, ein Cricketschläger, weg mit dem Scheiß. Ah, hier können wir auch noch was kicken. Ah, gucken, meine ich. 82, 62, 63. Ja, die Maurerhammer, die können wir doch dann entwerten, oder? Ich meine, einfacher Hammer, weg mit dem Käse. Können wir uns noch so eine Sichel nehmen. Die sind nämlich richtig gut. So, jetzt müssen wir hier rein. Dim. Mal auf hier die Hütte. Ryan, ich bin's. Wollen hier ein bisschen Stoff. Danke. Die wollten mich tatsächlich abfackeln. Wer waren diese Kerle? Konkurrenz. Es gibt in Harran kein Nitrophenol mehr. Also dachten sie, sie könnten es von mir bekommen. Ja, eine kleine Aufwandsentschädigung. Das ist also die letzte Runde. Ja, ist halt nicht so doll. Angenehm, mit dir Geschäfte zu machen. Kleiner Tipp am Rande. Sobald der Deal mit Harris durch ist, solltest du von hier verschwinden. Alles in trockenen Tüchern. Ah, da bin ich mir nicht so sicher. Ach, hier können wir ausruhen uns. Naja, okay. Dann schlafen wir jetzt erstmal eine Runde. Bis es zum Tag wird wieder. Was? Oh, wir sind so duster. So, das Wetter ist nicht so doll. Es regnet anscheinend. Die Wettereffekte sind nicht so die besten. Ich habe ja gehört, da gibt es doch so eine kleine Mod. Achso, in letzter Folge habe ich ja wieder rumgemeckert wegen meiner Karte.
Es wurde mir auch geraten vom Agro, dass ich ja mit Remote aufnehmen kann bei der PS4. Klar kann ich damit aufnehmen, aber es geht nur bis 720p. Und 720p ist gar nichts. Also da brauche ich ein PS4-Spiel nicht aufnehmen. Das ist halt, also war halt super gemeint, ne? War auch eigentlich wäre das auch eine coole Lösung gewesen, das halt mit Remote auf meinen Computer zu machen und dadurch dann mit Shadowplay aufzunehmen. Wäre eine coole Sache gewesen, aber das Problem ist halt, wie gesagt, dass es nur mit 720p geht und 720p ist einfach zu wenig. Da kannst du gar nichts mit reißen. Dass die jedes Mal... Wir müssen irgendwie nach oben. Muss einmal jetzt gucken, wo wir hier nach oben kommen. Das ist der Schrottplatz. Achso, wir müssen da lang. Das heißt, wir müssen da lang. Wir laufen jetzt erstmal da lang. Ja. So. Das wird dann erstmal die letzte Folge sein vom Aufnahmesession. Bis ich dann wieder eine Aufnahmesession starte. Wir müssen immer noch die Lavende. Also, ich konnte immer noch nicht in den Kommentaren lesen, weil ich ja immer noch aufnehme währenddessen alles jetzt. Konnte ich immer noch nicht lesen, wo die Lavendelpflanze zu finden ist. Also falls ihr das immer noch nicht getan habt und drin geschrieben habt, bin ich sehr enttäuscht von euch. Muss ich jetzt erstmal sagen. Ich bin sehr enttäuscht von euch. Aber nichtsdestotrotz... Was ist denn das hier? Ist das eine Falle? Guck mal, wenn man den Stein hier wegnehmen könnte, dann würde es voll runterrollen und dann wären die alle tot. Aber ich denke mal, das ist nicht so gewollt, wa? So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Sprechen Sie mit Kalik. Wo ist denn Kalik? Wo war denn der Kalik nochmal? War der im Turm oder? Oder war der bei Rice? Jetzt holen wir uns hier ein paar Fertigkeitspunkte, ein paar Wendigkeitspunkte, Junge. Dann gehen wir richtig ab. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Zacki, zacki, macki, Junge. Ah, ich weiß, ich bin schon wieder richtig rum. Aber egal. Etwas Spaß muss sein. Wisst ihr ja, ein bisschen Spaß muss immer sein beim Let's Play. Okay, ich wollte eigentlich hier ruhig angehen lassen. Das Let's Play wegen Zombie-Action ein bisschen ernster spielen. Oh, und die Pflanze werden wir noch einsammeln. Was ist das jetzt? Grünes? Ne, immer noch gemeine Pflanze. Gemeine Pflanze? Ich habe vorhin gelesen, geheime Pflanze. Okay. Ja, müsste ein Spaß sein. Ja, ich wollte es ein bisschen ruhiger angehen lassen, das Let's Play, aber manchmal ist es schon amüsant, was hier abgeht. Also wenn man so die Zombies sich ankickt. Ist schon lustig. Uah. Toll. Ich hoffe, euch gefällt es natürlich auch wie Let's Play. Also, ich weiß es ja immer nicht. Lese ja immer die gleichen Leute. Na klar, sagen sie alle, ja, coole Video und so. Aber man weiß nie, ob das richtig ernst genommen ist oder... Naja, man sagt halt vieles, ne? Und... Also ich will keinem was unterstellen oder sonst irgendwas. Ich will einfach nur... Ich wollte eigentlich einfach damit nur sagen, ob es wirklich okay ist, wie man Let's Playt oder wie ich das jetzt mache. Weil es gibt ja viele Millionen da draußen. Hey, und ich hab deinen Aushang gesehen. Da ja ist ja... Kurier? Wunderbar. Oh. Da Wut, der Idiot, hat sich in der Kantine auf meine Brille gesetzt. Jetzt bin ich blind wie ein Maulwurf. Wie soll ich da Alfie helfen? Ich hab ne Ersatzbrille in meiner Wohnung. Es ist nicht weit, aber ich kann nicht selbst hin. Brauchst du sonst noch was von dort? Du würdest es tatsächlich für mich tun? Danke. Und, ja, wir wollen oben auf dem Dach einen Gemüsegarten anlegen, damit wir hier nicht verhungern. Hm. Aber keiner weiß so richtig, ja, wie das geht. Super. Zu meinem Geburtstag habe ich ein Buch über Gartenbau bekommen. Gemüse für Dummerchen oder sowas in der Art. Müsste auf einem Bücherregal liegen, aber vielleicht musst du ein wenig suchen. Na, werde ich schon finden. Jetzt will er oben Gemüse anpflanzen. Also manchmal, die Leute haben... Also, naja, egal. So, dann werden wir mal schnell hin. Vielleicht schaffen wir die Folge noch. 5 Minuten haben wir circa. Sollte eigentlich machbar sein. 108 Meter. Ist ja gleich eigentlich um die Ecke, so wie er dir gesagt hat.
Mann, du Arsch. Wird da hoch. So. Und wenn wir das Gemüsebeet angelegt haben. Oh, fuck. Ja, das hat uns ja richtig Energie gekostet. So sollte das eigentlich nicht laufen. Ich wollte eigentlich hier hoch. So. Ich zeige das nochmal. Dann würde ich hier hochjumpen. So, wo sollte das klappen? Aber egal. So. Hua, Geronimo! Bam! Richtig nice. Aber wir müssen uns jetzt ein bisschen sputen, Leute. Oh, schon wieder ein bisschen Energie verloren. Kann man sich nicht irgendwie abrollen oder so weiter? Wäre auch noch richtig cool. Wenn man sich abrollen könnte. Mensch. Hier ist also eine Wohnung. Okay. Ja, wie kann das anders sein? Das ist ja immer zugeschlossen. Die Hütten. Und erstmal einen Eingang suchen. Hm. Was? Was war das? Diese Geräusche immer ja andauernd, ist ja richtig assi. Richtig schlimm ist das. So, kommen wir hier hoch? Natürlich nicht. Oh, hier ist eine gelbe Kiste. Ah, Mist. Können wir hier nicht hochspringen? So, jetzt sind wir erstmal hier oben. Die gelbe Kiste holen wir natürlich auch noch, ist kein Problem. Die holen wir uns auch noch. So, mal looten wir hier ein bisschen. Sprühdose am Start. Oh, hier ist offen, okay. Das kann man nicht aufmachen? Was ist denn das für eine Kacke? Aber hier. Oh, oh, oh. Der Wind pfeift aber auch ganz schön hier durch die Kartuschen hier. Alkohol macht Böhne hohl. Mehr Platz für Alkohol, sag ich mal, ne? Wenn die Birne hohl ist, dann hat man natürlich mehr Platz für Alkohol. Ist ja logisch. Da unten ist noch irgendwas zu looten. Ah, da ist noch ganz viel zu looten. Und wir haben noch Fähigkeitspunkte, die müssen wir auch noch gleich manifestieren in unseren Skillbaum. So. Ba-ba-ba. Hier war da noch irgendwas. Irgendwas konnten wir hier auf. Ah, hier. Schnüren. Können wir hier noch irgendwas looten? Nur noch draußen. Ach, hier ist das Buch. Totgefahrene Tiere im Topf. Buch haben wir schon mal. Auf einem Bücher. Nee, das war das falsche. Okay. Kaffee. Was ist das? Chemikalien. Da ist noch ein. Pneumothorax für Profis. So kriegt man die Mädels. Gesundheit, rum. Danke. DVD-Player, Benutzerhandbuch. Death Metal, Weihnachtslieder. Bescheuert. Ja. Feuchte Träume, ein liebes Nur behinderte Bücher. Klempner. Oh Mann. Feuchte Träume. Boah, hier sind ja so viele Bücher. Weiße Hintern, die Saat des Guten, Pferdekopfmasken, gut aussehen jenseits der 40. Oh, eine Zombie-Figur haben wir auch wieder gefunden. Jetzt brauchen wir immer noch das andere Buch. Hm. Das ist natürlich komisch. Er hat gesagt, im Bücherregal. Bücherregal ist ja das anscheinend. Da oben muss noch irgendwas sein.
noch Schnur. Aktentasche. Brille erhalten. Die Brille haben wir jetzt auch auf alle Fälle. Aber wir brauchen immer noch das Buch. Da unten sind noch zwei und da ist auch noch irgendwas. Ah, hier ist nichts mehr drin. Das muss da hinten nur sein. Mal sehen, ob wir überhaupt in die andere Seite rinkommen oder in die andere Seite der Wohnung. Das muss hier drin sein. Andi, das ist der Müll. Ach, Gartenbuch haben. Ach, wir haben schon alles. Oh, muss mir doch mal einer sagen. So, meine lieben Freunde, dann kommen wir jetzt erstmal hier zu Ende. Wir machen die Tür lieber zu. Man weiß ja nie, was so kommt. Dann würde ich sagen, schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Hinterlasst einen Daumen, abonniert mich auf alle Fälle, falls ihr es noch nicht getan habt. Würde mich echt riesig freuen, auch wenn ihr das Video mal teilen würdet in irgendwelche Gruppen oder Facebook oder sonst irgendwo. Würde mich echt freuen. Wäre cool von euch. Ich bin erstmal raus und ciao.